Was geht ab, YouTube? Wir sind in der gleichen Aufnahmesession, in der wir eigentlich auch Division aufnehmen wollten, aber das hat gerade zu sehr gehakt, geruckelt und hat uns immer wieder rausgeschmissen. Deswegen haben wir kurzerhand beschlossen, der gute Pixel und ich, dass wir eine Runde Conan weiterzocken werden. Willkommen. Was geht? Mapsala. Wui, genau. Ganz recht. Und ich Erstmal. will genau das gleiche Schwert haben wie du. Ja, das machen wir jetzt auch gleich. Also, ne, hier bei MTV Cribs, ihr seht, überall schon Beleuchtung. Wenn es dunkel wird, stehen wir hier auch nicht mehr in der dunklen Bruchbude. Fackeln an den Ach, Wänden. guck mal. Kleine Feuertöpfe. Ist ja schon richtig Gas gegeben. Ah, hier haben wir sogar so eine kleine Gerberei, wo wir Leder machen können und wo als Nebenprodukt guterweise Teer entsteht. Den habe ich schon für das nächste Highlight gebaut. Einen eigenen Sklaven haben wir übrigens auch, denn ich war fleißig. Ich habe, wie ihr hier draußen seht, ein Rad der Schmerzen gebaut. Da läuft mein Avatar hin und her. Anscheinend werden die einzelnen Gefangenen nicht animiert. Aber da kann man Okay. Feinde, menschliche Feinde, kann man bewusstlos schlagen. Mit einem Faserseil oder mit einer anderen Fessel hier hinzerren, an das Rad der Schmerzen binden und mit ein bisschen Nahrungsunterstützung kann man deren Willen brechen und sie zu Sklaven machen. Das klingt doch schön und freundlich und nett. Aber das war ja noch lange nicht alles, denn wir müssen ja noch in die zweite Etage. Mein junger Padawan kommt auch schon mit. Auf jeden Fall. Ich sage, das ist ja schon richtig Gas hier gegeben. Ach So. du Scheiße. Hier muss nur noch ein Schild hin, das wird unsere Ausrüstungskammer. Hier sind die Waffen. Aber nur Stein. Dann ist es vielleicht noch in der Ja, Werkbank. Stein will ich nicht. Dann ist es vielleicht Stein habe noch ich in genug. der Werkbank unten. Unser hübsches Bett hast du ja schon bewundert, aber ich habe es ein bisschen wohnlicher eingerichtet. Wir Unsere haben jetzt Gottheit. jeder ein paar Schränkchen neben dem Bett. Und die Trophäe der Schildkröte über dem Bett hängen. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Raumabteilung ist auch schon begonnen, wie ihr seht. Und hier den Mein Gott, Schrein für Ymir. ist schon auf die Kacke gehauen hier, ey. Ja, und draußen erstmal. Hier. Nicht nur die Wo ist Pflanzbeete, das? Ach da. auch ein wunderschöner Brunnen, der sich von selbst immer wieder auffüllt. Das heißt, wir können unsere Wasservorräte, unsere Schläuche hier füllen, aus dem Brunnen trinken. Trink mal aus dem Brunnen. Das ist übrigens auch Habe ein ich schon. Teil des Questfortschritts. Aha. Echt? Ja, das ist eine Aufgabe. Ah, was aus dem... Ja, habe ich gemacht. Ja. So, ich habe mir auch direkt mal schon das Messer gegriffen, um das Tier gleich zu häuten mit dem Messer. Das ist super, das gibt wesentlich mehr Tierhaut. Auf dem Da. Und wie ist das hier mit jemandem reden? Hast du jemanden gefunden zum Reden? Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Echt? Ja, super geil. Ich wollte uns eigentlich auch schon ein Schrägdach hier hinbauen, aber da habe ich noch keinen Plan, wie das richtig funktioniert und habe dann irgendwann gedacht, ach, scheiß drauf. Ja, kein Plan. Einmal bin ich wieder offline, komm wieder online, steht der Palast noch größer da als vorher. Ja, so viel Platz brauchen wir ja auch nicht. So, jetzt besorgt mir ein Schwert. Ich will ein Schwert. Ein Heul leise. richtiges Männerschwert will ich haben. Ja, du bist ja eine Frau. Nicht dieses Pussy-Stein-Ding da. Ja, guck mal, hier in der Werkbank ist es doch. Kackvogel. Und da ist übrigens auch ein Waffenreparaturkit. Pfeil und Bogen haben wir auch schon. Ja, sichi, ich habe ja schon einen Feind erschossen. Dann nehme ich das doch mal direkt mit und den Bogen. Zack. Und das hier. Mein Gott, da habe ich echt wieder so viel verpasst. Ja, so ist das. Der Herr Pixel, der will ja nie mit mir hier weiter zocken. Der sagt immer, nee, habe ich keinen Bock drauf, verpiss dich.
Und dann muss ich das halt immer alleine machen. Also jedes Mal kommen so Aussagen, immer wenn ihr das nicht hört. So ist er. Nee. Doch, genau so. Schließe ich. Was du aber bei Gelegenheit mal machen könntest, Ja. wären Rüstungsreparatursets. Okay. Da muss ich mich jetzt aber erstmal wieder richtig einfinden dann. Klar, mal schieß ihn. Ach du Scheiße jetzt. Wow. Lässt du mich den Feind erschießen? Oh Gott, warum treffe ich denn jetzt nicht? Mein Gott, so. Okay, da müssen wir direkt erstmal was futtern. Okay, das habe ich. Jetzt muss ich noch mal wieder hoch unsere Gottheit verehren. Vorher schlage ich einmal das Tier da tot. Und heute ist mit dem. Wo ist denn das Messer? Ja, wo ist es denn? Noch gar nicht aufgerüstet. Interessanterweise bringen Menschenkadaver die meiste Tierhaut ein. Ja, was ist denn hier los? Warum akzeptiert er das denn nicht? Oder muss ich den damit töten? Nee, heute reicht. Habt keinen Erfolg gehabt. Beim Jetzt Menschen? aber. Ja. Ne, bei der Babyschildkröte hier. Ja gut, vielleicht ist es auch zu leichte Beute gewesen und deswegen. Jetzt hole ich mir erstmal einmal zu der Gottheit hoch. Zack. Oder kann ich vielleicht auch schon Rüstungsreparatur-Kits herstellen? Gehen wir zu der Gottheit und. Ja, kann sein, dass du da irgendwas herstellen musst. Musste ich nämlich auch mit dieser komischen Axt da. So, ich guck mal. Was haben wir denn da? Reparaturkits, wo steht er denn? Flechten, Flechten, Häuten, Häuten. Was ist denn jetzt hier los? Vielleicht musst du das Ja. auch noch lernen. Das musste ich nämlich auch. Ich schick das Ganze direkt mal ab. Gib mir eben einmal kurz die Punkte bei Belastbarkeit an. Ja, dünne Rüstungsplattierung, Rüstungseinsparung, Rüstungsflexibilität. Rüstungsmacher, das ist 75. Rüstungslehrling, Dekoration. Da steht aber dann auch richtig, dass das so ein Rüstungskit ist. Es sollte es eigentlich geben. Es gibt ja auch ein Waffenreparaturkit. Aber ich bin jetzt hier Weber, dann Rüstungsmacher, das habe ich ja schon frei. Und auch bei Rüstungsschmied Lehrling zur Erhöhung der Stärke, überflüssige Gewicht der Rüstung. Ja gut, das. Rüstungsschmied Lehrling, okay, das kriege ich noch nicht frei. Ich repariere gerade die Handschuhe da, dass ich die mal wieder ausrüsten kann. Ich habe nämlich ja jetzt, wie man sieht, quasi gar keine Rüstung mehr. Du hast nicht das Wissen, um dieses Objekt zu reparieren. Naja. Schmeiß auf den Boden, ich repariere es dir. Ist doch schon in der Werkbank.
Die So, und ich Brust, guck mal eben. diese Brustrüstung ganz rechts oben. Gehen wir mal auf Inventar. Wieso lässt er mich die denn nicht reparieren? Ich kann sie dir nur färben, aber was bringt mir das? Naja, das bringt gar nichts, aber du, doch, das bringt ja auch einen Stufenfortschritt hier. Für diese Aufgaben gibt es nämlich auch ordentliche Erfahrung, wenn man die erfüllt. Ach, guck Warum mal, schmeißt er mich die ganze Zeit aus der Bank raus hier? wir haben übrigens mittlerweile Nacht und es ist noch hell genug hier. Oh yeah. Achso, ich war links gerade beschäftigt. Die Talente mal irgendwie zu gucken, was da das Problem bei mir hier ist. Warum es nicht weitergeht. Ach komm. Wir brauchen unbedingt einen Rüstungsmacher-Sklaven auf Stufe 2 oder 3. Ja, sollten wir gleich mal jemanden schnappen. Irgendwie lässt er mich hier nichts auswählen, was ich auswählen will. Ich muss mich einmal gerade hier noch so ein bisschen orientieren, wo alles hier ist. Präparator, das interessiert mich nur. Scheiß. Das haben wir. Was ein bisschen schade ist, dass man nicht den Rüstwert sehen kann, der Sachen, die man hier herstellt. Ich frage mich mal gerade, warum ich hier nichts auswählen kann. Einfaches Rüstungsreparaturkit hätte ich jetzt zur Auswahl. Wo ist das? Ich sehe das tatsächlich ganz, ganz unten rechts in der Werkbank. Warte, ich guck mal. Warum sehe ich denn die Sache nicht? Ich weiß nicht, vielleicht fehlt dir einfach noch das Level dazu oder so. Das kann sein, ich bin erst Stufe 17. Schon sehr komisch. Aber egal, ich gehe mal raus und verkloppe mal ein paar Typen hier. Ach, ich habe gar keine Steine. Indem du tatsächlich diese Aufgaben machst, gibt es die meisten Erfahrungspunkte. Diese Dinge, die unter Reise fallen. So levelst du schneller. Deswegen bin ich auch schon so weit voran. Ja, ich muss jetzt hier einen Feind am Rad des Schmerzens binden. Ja, okay, also K.O. prügeln und da draußen anbringen. Ja. Ich brauche nur gerade noch mal einen Steinknüppel. Da habe ich doch einen Ste Steinhammer, nein. nee, also ich habe es. Steinkeule.
Ich weiß nicht, ob die Steinkeule das auch macht oder ob die nicht umbringt. Die Holzkeule betäubt auf jeden Fall. Ah, die wird dann oben, glaube ich, sein im Lager, oder? Warte mal, ich habe noch eine im Inventar, die ich gerade. Ja, ich bringe sowieso gerade einmal Pfeil und Bogen zurück. Ich lege die mal eben oben rein, die will ich ja gleich eh nicht mitschleppen. Ja, ich lege gerade auch noch mal ein bisschen Inventar ab. Ja. Was für mich gerade uninteressant ist. So. Da ist er doch. Nehmen wir mal mit. Rüsten mal hier das ab. Das Messer. Ah doch, das Messer ist eigentlich gut. Das Messer behalte ich, aber die wollte ich nicht behalten. So, das auch raus. Komm, geh drauf. So, den Bogen raus. Das raus. So, das kann der Knochenschild Ich glaube. so, gehe ich mal raus, gucken, ob da ein paar Typen sind. Hast du noch das Messer dabei? Gut, Brauchst du dann. das? Nee, du kannst sie dann direkt häuten mit dem Messer, dass es noch ein paar Tierhäute gibt, wenn du einen gekillt hast da. Erstmal gucken, dass ich überhaupt einen jetzt von denen bewusstlos schlagen kann. Aber am Lagerfeuer ist niemand. Heißt der nix? Da hinten war da auch noch einer. Irgendwo hier vorne war da auch noch einer. So, ich packe mal eine Menge Leder in die Werkbank. Guck mal, da ist doch einer. Eisenbarren. Komm schon, geh bewusstlos. Ach komm, wir nehmen den hier. Ich mache mir jetzt gerade mal ein paar Stiefel. Beziehungsweise gleich, ich brauche mehr Pflanzenfasern. Ich habe gar keine Seile dabei. Habe ich noch, warte. Ich komme zu dir. Ist er bewusstlos? Ja, ich bin hier an der Brücke. An der Bei den Brücke. zwei. An der großen, riesigen Brücke. Aha, links von uns. Gegenüber direkt hier. Wenn du ein Stück weiter hoch gehst, links. Also die Küste entlang oder unter der Brücke Richtung anderes Ufer? Da, ich sehe dich schon gegenüber. Rechts, rechts rüber jetzt, da bin ich. Ach da, alles klar. Einfach jetzt mal hier die zwei plattgeschlagen. Ein Bogenschützen. Und ein Kämpfer. Ja, ist glaube ich ganz egal, was wir davon mitnehmen. Pass auf, ich gebe das Drop mal mir das Teil. zurück. Ja, schon dabei. Zack. Dann So. heute einen von denen, wenn du den anderen mitnimmst. Ich gehe schon mal ein paar Pflanzenfasern sammeln. Wo ist denn das Seil? Da ist es. Ach, kann ich den anderen trotzdem noch häuten? Ja, du kannst noch eine zweite Sache ausrüsten neben dem Seil. Ah, ich muss den erstmal töten. Ja gut, lebendig häuten wäre auch ein bisschen zu fies.
Boah, was ist denn hier? Ist das eine Kacke? Ich nehme lieber noch mal ein paar mehr Pflanzenfaser mit, kann man nie genug von haben. Wie lange bleiben die denn bewusstlos? Keine Ahnung. Also ich habe noch nie mitgekriegt, dass einer wach geworden ist. Aber ich habe die jetzt auch noch nicht tausende Kilometer weit geschleppt. Also. Ja, okay, es dauert hier gerade ein bisschen, bis ich den einen Typen gekillt habe. Weil mit dem Metallschwert ist das ein bisschen doof. Deshalb mache ich es ganz brutal mit der Axt. Immer schön gegen den Kopf, 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 Kopf. Das dauert noch ein bisschen. Ja, kein Problem. Ich muss hier eh gerade ein bisschen Streit suchen. Hier ist jemand einfach mal aus dem Nichts gerespawnt, beziehungsweise zwei von denen. Ja, aber mit deinem fetten Schwert ist das kein Problem. Konntest du überhaupt den Dicken da auf der Brücke besiegen? Habe ich noch nicht ausprobiert. Darauf wollte ich, da habe ich auf dich gewartet. Weil ich sag mal jetzt mit dem Schwert, ich glaube 53 Schaden oder was? Dürfte 53? ja kein Problem sein. 53? Was hast du denn da gelesen? 16. Echt? Ich guck gleich nochmal. Ich habe jetzt gerade nachgesehen, jetzt sind 16. Mehr nicht. Und wenn wir uns aufmachen zu dem Typen, mit dem man sprechen kann, Ja. machen wir uns auf zum Eisenlager. Ich habe nämlich einen super Ort gefunden, an dem viel Eisen zu finden ist. Ja, perfekt. Und das ist besser, wenn wir uns mit zwei Personen beladen können. So, Pflanzenfasern. Ah, viel Power hat das Seil auch nicht mehr. Aber müsste bis oben hin reichen. Komm So. schon. Lauf, Kleine, lauf. So, zumindest schon mal Stiefel und so ein bisschen Armrüstung. So, wie binde ich jetzt meinen Kollegen hier ans Rad des Schmerzes? Gute Frage. Hast du anscheinend schon, oder? Habe ich schon gemacht, habe ich. Ja. Bogenschütze ist da. Und dann einfach nur Jetzt dran. quasi das Ding in da starten. Futter ist ja noch genug drin. Ja, habe ich gemacht. So, ich schaue gerade mal nach einer Brustrüstung. Mittlere Und Brust. Glück gehabt, kurz So. nämlich bevor Dings. Bevor der Zeil nämlich im Arsch ist. Mir fehlt jetzt echt ein Eisenbarren für die Brustrüstung. Das, nee, doch nicht. Haha. Und wir brauchen definitiv sehr viel Eisen hier. Ja, können wir ja direkt gleich dann dahin starten. Ja, dauert nur noch ein Momentchen. Ich hätte gerne noch eine Brustrüstung, bevor wir gehen, dass ich nicht ganz so aufs Maul kriege. Guck mich an, ich habe gar nichts. Ich habe ein Eisenschwert. Ja, ich stelle gerade zumindest schon mal
Rüstungsreparatursets her. Ja, du bist einfach viel zu weit schon vor mir. Ja, deswegen gucken wir, dass du mit einem sprechen kannst. Dann haben wir schon die nächste Aufgabe fertig, dass wir dich so ein bisschen nachleveln. Gut, bei mir wird es aber jetzt dafür auch immer länger dauern mit dem Leveln. Das stimmt auch wieder. So, das dauert jetzt leider ewig, bis die Reparatursets fertig sind. Aber die brauchen wir ja. Dass wir to go auch mal eine Rüstung reparieren können, ohne jedes Mal wieder in die Werkbank zu rennen. Ich guck gerade erstmal hier oben, wo dieser dumme Brunnen war. Da war er. Trinken Schluck, machen wir die Pulle da voll. Pulle ist voll. Diese Schlag mich kaputt Stein. So. Müssen wir hier, oder soll ich Dings mitnehmen? Den Knüppel? Weil Eigentlich Seil nicht. habe ich auch keins mehr. Ach, eigentlich brauchen wir das nicht. Kann ich das nämlich ablegen? Ja, eben. Das ist halt auch nicht nötig. Wir wollen ja jetzt nicht jeden K.O. schlagen, den wir sehen. Eigentlich schon. Nö, wir wollen die töten. Was ein Baba. Klar, und ihre Da Leichen muss ich essen. das weg. Ja, damit habe ich kein Problem. Das finde ich ist eine gute Sache. Was hört Nur jetzt das nicht? Stärkste. So, haben wir in den Schrammeltruhen noch irgendwas? Nein. Irgendwelche Klamotten? Sehr gut. Das habe ich doch gesucht. Ich bin soweit ready. Ich auch fast. Ja, gleich eine Aufgabe von mir ist, eine Kugel zu werfen noch. Ein Eisenwerkzeug herzustellen. Ja, irgendeine Kugel haben wir ja noch. Aber wir haben ja gar kein Eisen hier, damit ich irgendein Eisenwerkzeug herstellen kann. Ja, nicht mehr viel, den Rest verbrauche ich gerade, aber das holen wir ja gleich. Tonnenweise Eisen. Warte mal, ich leg mal So, ein schon mal. bisschen was ab. Damit ich mehr ertragen kann. Das nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich brauche noch eine Spitzhacke. So, okay, da stellen wir noch mal ein bisschen was von her. Spitzhacke habe ich, Felle habe ich noch 31. Brauche ich auch nicht. Okay, ich bin ganz leicht. Ja, ich arbeite noch dran. So, dann wird die noch hergestellt. Ich bin quasi gerade dabei, mich
auszurüsten. Was hat man jetzt überhaupt für einen Rüstwert? Den Quatsch, den ich herge. Och du Scheiße. Rüstwert 47. Schlecht. Davon solltest du dir gleich auf jeden Fall auch welche machen. So ein paar Polsterungen habe ich schon gemacht, die du dafür brauchst. Ja, ich sehe ja schon. So. Nicht mehr viel, dann kommt die Hose, dann schaffe ich ein bisschen Gewichtsabhilfe, indem ich Leder hier lasse. So, die Hose wird gerade gebaut und dann bin ich auch soweit endlich rettig. Wann wissen wir denn, dass der Typ hier am Rad zu uns gehört? Ich habe nachgeguckt. Beim letzten Mal Okay, immer. bei mir stand da jetzt nichts. So. Das anderen Quatsch kann ich doch bestimmt noch was hier lassen. So, das Futter. Boah, das Schwert, das ist schon geil, muss man sagen. Ja, das ist schon besser als vorher. Aber wir haben doch Eisenbarren noch da. Hier in der Truhe sind noch welche. Dann Echt? kannst du dir, Ich warte, glaube noch. ich pack die in die Werkbank, dann kannst du dir ein Eisenwerkzeug herstellen. Noch mal kurz bei den Nein, bei den Attributen gucken. Okay, ich muss gleich noch ein paar Punkte auf Beweglichkeit setzen. Sind das die Eisendinger? Die habe ich doch schon in die Werkbank gelegt. In die Ach so, Waffenwerkbank. in die Werkbank. Ja, Sishi. Sishadat. Na, dann stellen wir mal Spitzhacke daher. Ist besser als meine Steinspitzhacke. Guck mal kurz währenddessen, was der Typ hier draußen macht. Das dauert noch. Von dem Brennstoff bleibt nicht mehr so viel, aber hier ist ja noch genug. Perfekt, dann kann ich die nämlich machen. Okay, jetzt spinnt hier gerade wieder irgendein Handy im Hintergrund. Sorry. Das ist nicht meins. Was wollte ich denn jetzt? Ich vergesse, warte ich. Ach, genau, ich wollte mich ein bisschen Hier, gesund warte, bevor du futtern. gehst, heb den auf. Was hast du denn da hingeschmissen? Ach, ein Schild. Eine Knochenschild. Spatte. Ja, aber Nice. vielleicht.
Wo ist denn jetzt mein... Wo ist denn jetzt mein... Ach, die ist noch in der Werkbank drin. Bitte nehmen. Ja, ich dachte, zur Sicherheit ist immer was gut. Einen Trank beschaffen. Eine Kugel werfen mit ihm. Den Trank musst du nur im Inventar haben. Nimm den mal hier aus der Holzkiste. Hab's gemacht. Wenn es nicht zählt, dann müssen wir den vielleicht doch bei Feinden looten. Ich sehe schon aus wie so ein krasser SM-Lord hier. Ich glaube, ich hab gar nicht den Trank genommen. Gereinigtes Wasser? Nein. Kristall? Nein. Nimm, nimm, nimm. Leuchtende Essenz? Ne, das ist eine Zutat. Sorry, das ist auch kein Trank. Ne, wir haben gar keinen Trank hier. Oder ist da ein Trank? Dämonenblut? Auch sogar das können wir sammeln. Mir ist nämlich bei meiner Tour hier und Kletteraktion irgendwann mal eine Hyäne begegnet, die leuchtende Augen hatte und verdammt strong war. Und die hat halt so Dämonenblut fallen gelassen. Ja gut, ich wäre jetzt bereit, um Eisen zu beschaffen. Jo, ich würde sagen, dann machen wir das doch mal. Direkt hinter So, dir. gut. Wir müssen quasi rechts das Ufer entlang, ein ganzes Stück. Unterwegs können wir uns ja noch ein bisschen rumkloppen, da hast du sicherlich auch Lust drauf. Ja, Oh das yeah. sieht mir ganz danach aus. Oh yeah. Das Schwert hat gleich schon eine viel bessere Durchschlagskraft. Ja. Denn jetzt? Echt jetzt? Ey, lass den Arm jungeln. In der Mitte durch, zerfetzt. Hat sich erledigt. Ja, aber okay, mich interessiert gerade nichts, was die dabei haben. Ja gut, wir müssen eh noch ein Stückchen laufen. Ja, aber ich merke schon, wie schwach ich bin, ne? Ja, noch. Noch vor der Rüstung und so, wie schnell die Energie bei mir wieder minimalistisch ist. Ja, das habe ich gerade auch trotz Level gemerkt. Oh, Fettraupenzeit. Schleimig, jedoch vitaminreich. Hakuna Matata. Ach, du läufst schon da hinten. Ja. Ach, hier ist schon wieder so ein Mutantenblödmann. Siehst du, guck, dass man immer kommt in unserer Frau. Ja, aber ist ja trotzdem kein Problem. Siehste, die Frau kann sich ja wehren. Oh ja, wenn nicht sogar mit ihren Möpsen. Ne? Korrekt. Klatsch, klatsch. Kennst du auch die eine aus YouTube? Die mit ihren Brüsten Melonen zum Platzen bringt. Nee, die so kenne ich eine mit nicht. diesem Klatsch auf den Tisch.
Siehst du da hinten die Statue? Ja. Da ist der, da unten am Fuße der Statue kampiert der Typ. Ey, warum hast du, Idiot, denn jetzt die Waffen weggemacht? Weil du geschwommen bist. Ach, ja. Der Typ, mit dem ich reden kann. Ja. Der chillt da unten. Die Schildkrötentypen sind aber friedlich, die greifen dich nicht einfach so an. Ah, vielleicht habe ich sie mal provoziert. Sorry. Kroko. Der greift auf jeden Fall so an, aber Kroko ist halt auf den Arsch. Du läufst dran Ah, ich vorbei und dachte der schon. rennt dir hinterher. Ja, du kannst ihn abklatschen. Ja, nee, der rennt ja weg. Ja, und jetzt sehe ich auch nicht mehr, wo er ist. Komm, wir Du gehen hast weiter. etwas entdeckt, die Wächter. Komm, weiter. Sonst beißt der Krokodok gleich in den Arsch. Ja, ich sehe ja kaum was. Eben, und hier, der Typ hat Foi-Foi. Einfach mit ihm reden. Viereck, Jo. L2. Viereck. Ach da. Arkos der Wanderer. Okay. Auf Wiedersehen. So, eben kurz was futtern und ein bisschen Gesundheit regenerieren. Wir müssen uns echt mal so ein bisschen mit Heiltränken auseinandersetzen. Nicht nur, dass ich Idiot habe, auch zu wenig Essen mitgenommen. Ich habe ja noch ein paar Samen. Ja, und zur Not bauen wir uns irgendwo draußen ein Lagerfeuer hin. Und rösten da was. Ah, das passt schon. Okay. Ich bin so Jetzt weit, wenn wird's das was. ja gut, wird ja eh langsam wieder hell. Arbeit ist schon ein gutes Stück zu laufen, Ja. ne? Ja, das ist ein ganzes Stück bis zu dem Vorrat. Hier sind Typen. Sollen wir Streit suchen oder das Eisen holen? Ach, Nauristen auf an. Oh, das wäre sogar eine Schmiedin gewesen. Doppelkill. Ja, ich hab dich gefragt, hey, sollen wir Knüppel mitnehmen? Nö, nö, lassen Sie mal. Ja, das wäre eh zu weit, wenn wir jetzt noch Eisen holen müssen. Aua. Weißt du, dann blocke ich den Pfeil und du schlägst mir in den Rücken. Arschloch. Verdient das, ey. Jetzt zeig ich dir gleich, was du verdient hast. Was hat er denn da? Nehme ich mal mit, das habe ich noch nicht gesehen. Es gab nichts Schönes für mich an, oder? Obwohl, da war eine Ausrüstung. Die nehme ich mit. Ein Augenblick. Ja. Jetzt aufgerüstet. Muss ich nur einmal kurz checken, wo du gerade bist. Ich bin nur die Küste weitergegangen. Ach, da der Jumper. Genau. Der einzige und wahre und so weiter. Das ist aber auch, ich sag's immer noch, total dumm, dass hier kein Radar ist. Ja. Ja, so eine Minikarte wäre schon ganz geil. Ja, alleine, damit wir wissen, wo du oder ich gerade bin.
Da ist ein Krokodok. Deine religiösen Eifer zeigen. Ja, da musst du auf jeden Fall was herstellen am Altar. Komm, Krokodok. Der Chiss. Er ist auch besser für dich. So. Und weiter geht's. Wir haben noch ein Stückchen vor uns. Das ist jetzt tatsächlich leider der Punkt, der am nächsten lag, um Eisen zu holen. Oh, hier höre ich wieder Obu-Bulu-Bulu-Bulu. Hier sind doch Lederlappen. Ah. Na, du kleiner Lederlappen. Nicht Okay. immer bin ich. Der ignoriert mich einfach knallhart, der Penner. Ja, wie wir Männer halt sind, ne? Oh, Möpse. Könnte tatsächlich. Aber ich könnte tatsächlich auch ein bisschen mehr Futter gebrauchen. Na egal, kommen wir da zurück an die Küste. Ja, noch reicht die Energie hier. Ja, ich bin nur halb voll und wenn ich mich hoch esse, sind meine Nahrungsvorräte aufgebraucht. Echt? Ich habe extra wenig mitgenommen, damit ich viel Eisen tragen kann. Ja, gut, das Futter, das wiegt ja nicht so viel. Hey, du kleiner Krokodok, 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 aggressives Scheißvieh. Wollte gerade sagen, jetzt kommt das schon wieder nur auf mich drauf. Das ist schon tot. Nee, ich hab's getötet. Es versucht die Leiche zu schlagen. Sag Gar mal. nicht. Ach, oh. Na komm, wir gehen weiter. Scheiß auf die Typen. Muss ich schon sagen, ey, das ist ein verdammt weiter Weg. Ja. Und wenn du dir das dann mal auf der Karte anguckst, gleich wenn wir da sind, wo wir erst sind. Komm, das will ich mir jetzt angucken. Wir müssen mit Sicherheit noch richtig weit nach oben. Nö. Nur noch ein Stückchen. Aber es ist schon eine Tagesreise. Auf jeden Fall. Und dann, wenn ich komplett voll bin, oder du auch, sind wir ja mega langsam. Ja, nee, aber überladen machen wir ja nicht. Überladen ist ja bescheuert, wenn du so voll bist, dass du nur ganz langsam läufst. No risk, no fun. Nee, das ist einfach nur no fun. Oh yeah. Ich mag sowas. Ja, dann läufst du überladen zurück und ich normal. Genau, man sieht ja eigentlich auch, glaube ich, nur dein Charakter im Bild und nicht meinen. Das stimmt. Dann machst du den Packesel. Ich Richtig. beende heimlich die Folge. Alle sind weg und ich laufe noch weiter und rede und rede und rede. Oh. Oh. Oh, das war. Er hat dich umgehauen und du hast ihn gleichzeitig gekillt. Ja, das war aber knapp mit meiner Energie. Oha. Ja, sicher, dass wir nicht Futter aufstellen sollen, weil da, wo wir das Eisen holen, da ist gleich nämlich auch noch ein ziemlich stronger Mensch unten. Ja, ich häute die gerade mal, hab ich das Messer noch? Jawohl.
Ja, da, oh, boah, das hat mir jetzt aber auch ordentlich Energie gekostet hier. Der Krokofant. Ich habe ein bisschen Fleisch. Jetzt kämpfst du schon gegen den nächsten. Ja, oh, das ist ziemlich knapp. Kill den mal bitte. Danke. So. So. Hoppala. Ziel. Na, ich zerhack den Mark. Ich guck mal, oder? Okay, hast du schon. Alles Ja, ich habe mein klar, Messer. wir brauchen Äste. Äste und Äste. Stein. Stein ist kein Problem. Okay. Äste da auch nicht. Äste ein. Zu wenig. Wie Warum viel zur Äste Hölle brauchen höre wir? ich hier? Ach, da kommt noch ein Kroko. Fuck. Hinter mir. Oh, so gut. Ja, geil ist ja, ich da bist du. Hast du auch keine Energie mehr? Ich bin kurz vor Ende. Ja, komm, dann flüchten wir mal vor dem. Ein Stück wieder die Küste hoch, dann lässt der sowieso irgendwann von mir ab, der Blödmann. Aber läufst du jetzt nicht in die falsche Richtung? Kam man Ja, nicht von da? klar. Ich will mich nur kurz hochheilen. Dann komme ich wieder und hau den kaputt. So, meine Gesundheit regeneriert sich noch. Vergammeltes Fleisch essen? Nein, da fehlt mir noch ein Punkt für. So. Dann gehen wir mal dem anderen Krokofanten hier eine reinhauen. So. Du, ich habe noch weiterhin keine Energie. Ich sage, ich habe zu wenig Nahrung mitgenommen. Ja, da brauche ich nur noch einen. Warte mal, ich zerhack den mal. Mal gucken, was ich da rauskriege. Nur Wildfleisch. Ein bisschen. Hast du schon genug Äste gesammelt? Ich hätte mich ja noch mal zurückgezogen wieder. Ach, echt? Hier ist noch so ein Arschloch. Was ist denn los mit der Axt? Da kommt noch nichts mehr. Jetzt aber. Fünf Äste habe ich schon. Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht für das kleine Kochlagerfeuer. Okay, Holz habe ich genug. Wo bist du? Hier, Da. ich klopp mal eben ein paar Steine, die wir dafür brauchen. Droppst du die Äste oder soll ich die Steine droppen? Na, ich droppe die Äste eben, warte. Holz schmeiße ich dir auch mal dahin. Boah, da hinten steht schon das nächste Krokodil rum. Wo kommen die denn alle her? Die Äste. Ach ja, Holz brauchen wir auch als Brennstoff. Ja, Leute, so ist das, wenn man nicht vorbereitet ist. Schlecht vorbereitet. Du bist den Weg schon abgegangen. Ich bin da fein raus. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das so weit ist. Naja, ich habe da auch beim letzten Mal nicht das Gefühl gehabt, dass so viele bescheuerte Krokodile hier sind. Aber gut ist ja wirklich, dass das Wasser hier ganz in der Nähe ist. Kann ich schön nackt baden. So.
Fleisch kannst du schon reinwerfen. Das erste wird gerade schon gekocht. Ja, warte. Beziehungsweise Nimm du gegrillt. erstmal dein Fleisch gleich da weg. Nee, ist gut, ist ruhig. Dann im Zweifel sind da vorne noch Menschen, die wir zerhacken können. Da gibt es ja Menschenfleisch, was auch sehr gut sättigt. Ich guck gerade mal. Ich hatte doch Außerdem. gerade die Kugel. Ah, ich habe gar kein Fleisch gekriegt oder was? Doch, wollte ich doch sagen. Ja, außerdem können wir auf dem Rückweg, wir werden ja da gleich sowieso kämpfen müssen, noch ein bisschen Fleisch mitbringen. Die wollte ich dir nicht geben. Kam, 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 noch zwei. Acht und aus damit alle nehmen. Regeneriert sich, wir können direkt weiter starten. Okay, aber wir gehen hier mitten durch. Ich will nicht noch gegen den anderen Kroko da hinten kämpfen. Ach ja, ich sage, ich will nicht noch gegen den anderen Kroko kämpfen. Ach, komm direkt. Müssen wir da lang? Nicht unbedingt, wir können auch den Weg durchs Landesinnere nehmen. Bei dem bin ich halt noch nie gegangen. Wir sollten uns in der Nähe der Küste halten. Ach, da wird schon nichts kommen. Sagt das nicht, ich Ja, bin hier gut. schon manchmal blödsinnig blöden Viechern begegnet. Im Notfall runterspringen, festhalten und gut ist. Nee, ach komm, wir gehen hier rum. Hier kommen wir doch auch runter. Es wäre aber jetzt mega schlecht, wenn einer von uns stirbt. Ja, das wäre richtig scheiße. Allein den ganzen Weg hier hinzulatschen. Um die ganzen Sachen wieder aufzuheben. Ja, wir müssen definitiv ins. Okay, wir sind fast dran vorbei. Wir sind fast dran vorbei, weil wir nämlich nicht diesen Küstenweg zur Landzunge genommen haben. Wie ich es gerade ursprünglich vorhatte. Na, ich muss mich mal kurz orientieren, weil mit dieser Karte, das ist echt unschön. Wir müssen, wir hätten doch einfach da das eine Kroko kloppen können, dann wären wir schon fast da gewesen. Mein Fehler. Kann passieren. Schlechter Reiseführer. Es ist mitten in der Nacht. Kann man verzeihen. Das stimmt, und Zustand nach Arbeit. Ja. Ich verstehe schon die Leute, die hier YouTube-Videos machen und sich richtigen Ass darüber freuen, wenn sie das, wenn sie ihren eigentlichen Job reduzieren können. Ich. Bisschen Blutfleisch. Ich klaue da auch mal ein paar, ja. Jetzt hast du den sauer gemacht. Oh, der Turtelmann ist von Dämonen besessen. Guck mal, hinter dir. Die Augen sind leuchtend weiß, der ist richtig. Ich glaube, der ist Dämonen besessen. Dann sind die auf jeden Fall richtig stark. Na komm, Oh, da geht er. wir holen Eisen. Boah, was ein Weg. Ja, aber dafür ist da halt auch ein Arsch voll Eisen, wie du siehst. Nee, ich sehe nur einen anderen Arsch gerade unter Wasser. Okay, wenn du so die Kameraeinstellung hast, klar.
dann siehst du es auch nicht. Der Typ, der da oben steht, das ist halt auch dieser starke Kämpfer. So. Aber in der Regel kommt der, wenn der kommt, dann nur einzeln. Sollen wir uns den direkt krallen, dann ist er weg. Auf jeden Fall, ich push gerade noch mal ein bisschen. Zack, Schild drauf und los geht's. Kloppin! Warte, lass den hier runterkommen, da oben sind nämlich noch mehr. Nice. Willst du den mal häuten? Aha. Vier Eisen pro Schlag. Hat sogar eine zusätzliche Mission ist freigeschaltet, die ich gar nicht auf der Karte hatte. Boys. Machen wir hier unten nicht auch noch was? Scheiße, die anderen Eisenvorräte waren im Lager oben. Ja, ich laufe hier gerade einmal ringsherum und gucken wir da dann. Aber ich glaube, hier war nichts mehr. Aber immerhin, ich habe schon 80 Eisen oder was? Ich habe 73. Da oben ist aber noch viel mehr, nur da müssen wir ein bisschen kämpfen, um das zu kriegen. Aber Ja, ich. warte, lass mich da eben noch ein bisschen Mamfi. Naja, habe ich auch schon. Ich bin auch wieder hydriert. Stimmt, ich kann ja jetzt verdorbenes Fleisch essen. War das nicht so? Also gerade am Lagerfeuer hast du gesagt, du kennst es noch nicht. Ich guck grad, wo unter Wasser nochmal war. Unter Überleben, glaube ich. Das sind Nee, da war echt dieses, ich kann so rohes und Steine. blutiges Fleisch nicht mehr. Das stört mich jetzt nicht mehr, das stimmt. Ach Kann ich so, essen, was ich will? rohes Fleisch stört dich nicht mehr. Ha, da musst du das ja noch nicht mal grillen. Perfekt. Warte mal, das habe ich aber noch nicht, oder? Doch. Doch, hast du Ha, auch. habe ich auch. Mein Gott. Krass. Müssen wir gar nichts mehr grillen hier. Ja, perfekt. Ich bin dann soweit. Energie ist halb voll. Gut, Oder warte dann kurz. Warte, 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 warte. mach die Energie ruhig noch ein bisschen voller, weil du weißt ja, wenn einer stirbt, wäre das schon ziemlich kacke. Ich gucke nämlich gerade, ja. Aber verdorbenes Fleisch kann ich, glaube ich, nicht essen, ne? Nee, glaube ich nicht. Aber warum solltest du auch? Weil ich Bock Jo, drauf habe. wir holen hier oben neues, frisches Fleisch. Ja, warte, ich lege nur gerade unnütze Sachen ab. Ich habe. Jo, ich bin dabei. Komm, Weil mehr was, habe ich was, was? nicht. Oh, der nächste kommt. Ich glaube, es ist ein Bogenschütze. Komm, Baby, komm. Mädchen, bleibst du jetzt mal stehen? Danke. Hast du sie gekillt? Naja. Jetzt häute ich sie gerade. Sehr gut. Ich habe den Dude hier einfach so zerhackt, ich schnapp mir den nächsten.
Am Cliff hier außen. Schnapp mir den anderen, da müsste. Ah, der hat mich ja schon entdeckt. Was ist denn das für einer? Der überschätzt sich ja ein bisschen. Achso, jetzt holt er die Keule. Ich wollte gerade sagen, will der einen Faustkampf hier gegen mich machen? Perfekt, den haben wir auch. Ach, guck mal, ich glaube, der hat sogar einen Elixier-Trank, den ich besorgen muss. So, testen wir das doch mal. Keine Lebensmittelvergiftung. Nice. Ach, wenn du mich nicht hättest, dann wüsstest du das nicht, ne? Ich hätte das jetzt echt nicht auf dem Schirm. Irgendwie hatte ich die beim letzten Mal stärker in Erinnerung, aber alleine ist halt immer kacke. Noch ein paar Eisenbarren. So, und hier können wir noch Eisen auf den Klippen farmen. Auf den Klippen? Ach, guck mal, da ist ja noch. Ja, und da drüben auch noch. Überall. Aber okay, ich glaube, so viel kann ich gar nicht mehr tragen. Ich versuche mir irgendwie Platz zu schaffen. Ja, die Steine zum Beispiel, die er kloppt oder die sie kloppt. Genau. Also gleich weg. Eben, den Müll brauchen wir ja nicht. Ne. Gibt vor uns Rauschstücke noch. Noch mehr Eisen für die Bärte. Eisen braucht das Land. Korrekt. Ah, ein bisschen kann ich noch. Da bin ich aber auch voll. Steine raus. Ist das Kohle? Kohle wichtig oder nicht wichtig? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie leicht wir die nachher kriegen. Gut, Kohle behalte ich mal. Reptilienhaut, wichtig oder nicht wichtig? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht. Gut, drop ich raus. Zähne kriegen wir immer wieder vom Alligator. Ja, und Reptilienhaut eigentlich auch. Dann Rinde auch. Halten. Scheiß drauf. Ich denn da gekriegt? Ah, ein Kristall, den behalten wir mal. Ja, wir haben jetzt. Also hier drüben habe ich alle zu weit abgehackt. Ich habe es falsch abgelegt. Kristall, den wollte ich nicht ablegen. Die Samen auch nicht. Sag gleich viel mehr Platz. So, ich glaube, hier habe ich soweit alles an Eisen. Aber jetzt alles hier weggefarmt? Jo. Aber hat sich gelohnt. Ich habe 300, 400, 469 Eisen. Ja, warte, ich gucke gerade mal noch, ob hier doch noch vielleicht irgendwas ist, weil ich habe noch ein bisschen Platz. Ich habe nämlich jetzt nur 267. Ja, gut, aber 267. Das lohnt sich doch auf jeden Fall schon. Du olle Kuh, erschreckt mich doch nicht. Oder? Ja, wieder. Komm her, komm her. Ach, respawn. Ich bin jetzt ein bisschen weiter höher gegangen. Ach so. Ja, gut, dann. Ich wollte gucken, ob da noch jemand ist. Ich klau mal ihre Hose und heute sie. Was ist los? Ich komm heute sie. Okay, jetzt suchen mehrere Streit.
as thick as thieves. Oh, ich muss weg. Meine Energie ist jetzt gleich auf null. Oh, meine auch. Fuck. Boah. Das habe ich aber nie aufgepasst. Boah, das war jetzt aber richtig knapp. Puh. Ja, ich konnte jetzt gerade noch hier so runterjumpen. Ja, ich bin auch mehr gefallen als alles andere. Ich würde sagen, wir verpissen uns gleich auch von hier. Da war doch wieder einer dazwischen, der ein bisschen zu stark war. Ich guck gerade nur noch einmal. Ne, das eine. Ne, komm. Wir haben Glück nicht zu sehr herausfordern. Ne. Ich geh jetzt gerade zurück zum Camp hier. Ja, ich warte gleich drauf, bis das bisschen heller wird. Ja, deshalb sag ich, ich bin jetzt hier beim Camp zurück, wo wir gerade alle platt gemacht haben. Aber die kommen gleich auch wieder. Ah, dann warte ich da unten am Ufer. Da sieht mich keiner. Ja, da habe ich jetzt auch vor hinzukommen. Dann haben wir halt nur, oder ich habe da nur so viel. Reicht auch. Eben. So, ich bin jetzt auch da am Ufer. Ja, ich habe nämlich nur noch 48 Lebenspunkte. Ja, 225. Ich habe mich jetzt schon wieder auf 91 hochgefuttert. Von 302. Ich gedacht, ich kann den einen Typ da unbehelligt fertig machen, aber als dann noch zwei andere kamen und einer von denen sehr stark, und dann war vorbei. So, ich schwimme schon mal wieder rüber zu unserem Lagerfeuerplatz. Da ist das gewesen. Ja, ich muss gleich mal gucken, dass ich ein paar Babyschildkröten in den Kopf verpacke. Ja. So, wir müssen auch zusehen, dass wir zurück ans Lager kommen und dann die Folge mal beenden. Ja, komm, dann machen wir direkt. Lass direkt zum Lager. Ohne viel Tamtam. Ja, dann halten wir uns einfach weitestgehend von Kämpfen fern. Ah, das passt. Nee, da schleicht schon wieder so ein Krokodok rum, der kann mich jetzt aber mal. Ach, und der nächste, der kann mich aber auch mal. Und noch einer. Ich habe keine Ausdauer. Ja. Ausdauer. Aber es interessiert dich gerade nicht. Ja, einer kommt jetzt hinter dir. Aber der dauert noch ein bisschen. Ah, bis der da ist, bin ich weg. Mit dem Menschen suche ich auch keinen Streit. Ich weiß gerade gar nicht, wo du lang gelaufen bist. Ich bin geschwommen. Wasser. Ach so. Und eben wegen dieser mangelnden Kartengeschichte habe ich mich auch hier dazu entschieden, immer die Küste entlang zu gehen, dann brauche ich wenigstens nicht auf die Karte gucken. Ja. Und wenn du an der Küste bist, dann
kommen meistens eher die Krokos, denen du leichter ausweichen kannst. Und du ziehst keine Aggressionen der Menschen auf dich. Ja, aber ich frage mich, was er da so für ein Dinosaurier im Hintergrund schreit die ganze Zeit. Ja, ich möchte gar nicht wissen, was es hier noch für Viecher gibt. Einem Riesenkroko bin ich schon begegnet. Und verkackt. Ich bin auf eine Felswand geklettert, weil der mich so nass gemacht hat. Das Scheißvieh war einfach viel zu stark. Klar, da wollte ich mir auch ein paar schöne Schuhe draus machen, aber naja. Für mich vielleicht eine Handtasche wäre nicht schlecht. Ja, aber die Handtasche, die hat sich zu stark gewehrt. Dann war nix. Schwimmen, Baby, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach mal ein Schlückchen trinken, während man hier so lang schwimmt. Was man halt so macht. Okay, da habe ich noch mehr als genug. Oh, Kacke, keine Ausdauer. Da ist ein Krokodok. Ja, geht. Ach, der sieht uns also nicht. Der chillaxt. Da drüben wäre übrigens nochmal Eisen zu mitnehmen. Ach komm. Die Ich habe Gier. noch ein bisschen Platz. Ja. Zwar nur ganz wenig. Arbeit reicht. Ach, keine Ausdauer. Kurz checken, ob wir noch richtig unterwegs sind. Ja. Können, die Hälfte des Weges haben wir auch schon. Echt, jetzt willst du ihn verprügeln? Ach du Scheiße. Ja, dann kriege ich ein bisschen Futter. Nee. So, aber ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich fast wieder. Nee, doch, ich komme über das hinaus, was ich vorher hatte. Irgendwo lang geschwommen. Nee, ich habe den Typen verkloppt und Futter da gerade. So, an dem Krokodok vorbei. Ja, ich sehe ja schon da die zwei Genau. Figuren in den Himmel reichen. Ganz genau. Was ein Blödmann. Die Axt hält er in der Hand beim Schwimmen, aber das Schwert nicht. Ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Das eine olle Kuh. Ja, wir bräuchten unbedingt noch ein zweites Haus da hinten beim Eisen. Und dann wahrscheinlich so ein Schnellreisepunkt. Das stimmt, nur die Sache ist halt, ich weiß auch nicht, bei Ark, das ist ja das Einzige, was ich sonst noch groß gezockt habe an Survival-Spielen, ist es auf jeden Fall so, dass du dein Inventar bei der Schnellreise nicht mitnehmen kannst. Fettwurm, Raupe. Okay. Ja, wer weiß, wie das hier Ganze dann so ist, ne? Ach, klappt das Krokodil kaputt. Eben. Einfach mal die Abkürzung hinter dem Typen entlang. Kann man da irgendwas bei dem kaufen oder so? Weil ich habe ein bisschen Geld auszugeben. Nee, bei dem kannst du tatsächlich nichts kaufen, leider. Komm schon, Ausdauer. Danke. Scheiß auf den Ach nee, komm. Kroko.
Lauf, 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 Baby. Und Ausdauer wieder rum. Ja. Und Ausdauer wieder da. Und bald kommt auch wieder unsere heißgeliebte Brücke in Sicht. Das ist eigentlich eine ganz gute Wegmarkierung, die Brücke. Ja, aber ich sag mal, auch hier einfach an der Küste langlatschen. Ach ja, hier Lederlappen. Die mach ich so was vom Platz. Oh, da war noch ein Kleiner, der zu dir rennen und sich in die Luft sprengen wollte. Aber die Kämpfe haben es auf jeden Fall anspruchsvoll gemacht. Ja, ich sehe gerade hier die Typen, auf die habe ich gerade keinen Bock. Auch wenn wir jetzt nah am Ziel sind, aber... Das muss nicht sein. Allein wenn ich jetzt da die fette Hütte sehe. So. Lederlappen. Genau. Ja, die Ausdauer war nicht gegeben. Warum haben wir denn immer noch... Warum haben wir immer noch Kampfmusik? Weil wir in Kampfposition sind. So, dann kann ich doch das Eisen... Ne, muss erst zu Barren gemacht werden. Ganz genau. Oder kann ich das nicht? Nee, nee. Erstmal hier den Bauch. Ach, scheiß drauf. So, was mal. Krieg ich eine Lebensmittelvergiftung? Jawohl, verdorbenes Fleisch geht nicht. So. Nochmal hier schön so eine Fettraupe wegschnabulieren. Helm frisst der verdorbene Fleisch. Mhm. Erstmal wieder hochfuttern, aber das ist die perfekte Gelegenheit, liebe Leute, um diese Folge zu beenden. War doch recht erfolgreich. Spät in der Nacht. Auf jeden Fall. Und für die Leute, die vielleicht an dem gleichen Punkt sind wie wir, also vom Lager her, ist schon mal gut zu wissen, wo sie Eisen herkriegen. Mhm. Aber aufpassen, die Gegner sind echt stark. Ja, und vielleicht gibt es ja auch noch bessere Orte in der Nähe, das werden wir in Zukunft herausfinden. Aber bis dahin sagen wir wie immer... Tschüdelü, eine gute Nacht oder vielleicht einen guten Morgen. Man weiß es nicht. Und denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.